Where's Da Vinci? Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. Wir anfangen mal ein bisschen dunkel. Sorry, herzlich willkommen zum neuen Video. Herzlich willkommen zum neuen Video und zu unserem Projekt hier, Peugeot 107. Ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, wo ich das Auto abgeholt habe. Jetzt steht er allerdings schon über 2 Wochen hier, weil 1000 Dinge dazwischen kamen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eigentlich wollte ich das Ding ja fertig machen. Das heißt fertig machen, ich wollte ihn einmal sauber machen, einmal die Aufkleber abziehen, der braucht einen neuen Wischer, der muss eigentlich TÜV bekommen. Die Scheinwerfer müssen gemacht werden, die sind so ein bisschen milchig. Jetzt haben wir aber hier auf dem Platz einen Autohändler und der hat gesagt, hör mal, Micha, was ist mit dem Peugeot? Ich sage, ja, ist von dem Projekt, wir machen Plus und ich würde gerne, ja, immer, quatsch mich nicht voll, was musst du dafür haben? Ich sage, ja, der bringt schon 1617, wenn der fertig ist im Netz. Ach da, ja. Ach ja, überleg dir was, ruf mich an. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich mache den jetzt einmal sauber, ziehe die Aufkleber ab, mache die Scheinwerfer wieder klar und dann würde ich ihn anrufen und sage mal zu, kannst du abholen für Summe X. Mal gucken, was er am Telefon sagt. Mal gucken, was wir rauskommen können. Weil dann ist er nämlich weg. Denn morgen könnte ich schon das nächste Projekt abholen. Und wenn wir hier 500 Euro plus rausholen, dann freut sich der Campus und wir sind auch glücklich. Ne? Also wie gesagt, 250 Euro in der Tasche. Für haben mal eben. Ne? Ist doch nicht schlecht, oder? Also, ich mache jetzt einmal sauber, mache einmal fertig. Dann rufen wir den Autohändler an und dann gucken wir mal, was der uns bietet. Where's Da Vinci? Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Pick up a hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the shirt. I was down below the comma. I put dollars on my head like I'm a winner. Yeah, I'm proud of what I did, I'm gonna come up. Yeah, you left me on red, so don't try to run. I want no smoke, then come in peace. Flow so foreign overseas. Got them praying, they like please. They want cheddar, not no cheese. Ich würde am liebsten zusammen SB-Wash fahren, wo man auch mit der Bürste und so arbeiten kann, aber der hat ja keinen TÜV, deswegen ist er ein bisschen zu gefährlich und die Tankstelle ist ja direkt hier oben und ich glaube, bei dem Wetter geht eh kein Auto waschen. Da dampfe ich ihn jetzt einmal richtig ab und dann ziehe ich ihn einmal für 7 Euro das Programm durch und dann war das. Ne? Und dann kommen wir nochmal hier zurück, machen ihn nochmal fresh, ziehen den Aufkleber ab. Da sieht auch hässlich aus. Der kriegt ja wahrscheinlich eh eine neue grüne Plakette mit einem neuen Kennzeichen. Ziehen wir die auch direkt ab. Machen ihn einmal richtig sauber, saugen ihn einmal richtig aus, die Matten mache ich einmal richtig sauber. Und dann poliere ich die Scheinwerfer auf, denn die wird er wahrscheinlich bemängeln. Ich hoffe, er hat es noch nicht gesehen. Wenn ja, werde ich es ihm sagen, dass er da sich keine Sorgen machen muss. Und dann ist er hier ein Taco. Der springt an, der stand 2,5 Wochen hier. Batrrt, war der da. So. So, ein Scheinwischer aus hier. Elektrische Fenster. Kupplung ist noch ein bisschen. Naja, wie ich sagte, genau 5 Meter. Ich hoffe, ihr beschwert euch jetzt hier nicht und sagt, ey, der ist ohne TÜV durch die Gegend gefahren. Es sind wirklich 5 Meter hier hoch und dann hier drauf. Und der TÜV ist abgelaufen Februar 22. Also heißt, da ist noch, das wäre halt eine Strafe, die ich jetzt bekommen würde. Ne? Ich glaube, einen Punkt bekommt man auch, oder? Dankeschön. Ciao. Ich denke gerade, beim Rauslaufen denke ich auch gerade so, ah, war es auf der Rechnung? Nee. Dankeschön. Oh no, I can't wait. You can read what you sold in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what the shirt takes. Got the stick, we gon' bring it in. I'm back like I never left. They just treating every song like another check. I'm pulling up to every court and I'm calling next. They try to end me, now I'm stopping my foot on their neck. You'll be surprised what they do for attention. God looks into your heart and intentions. I see you judging in all of my mentions. I'm out the grave, I thank God for redemption. Now I'm taking it a step at a time. My future is bright like I turned on the lights. It's crazy how I see them right through the blind. I used to fix planes, now I'm catching these flights. Don't hit my DMs with arrogance. I gotta do it with excellence. I'm reaching the needy, it's evident. And they still in the room with the elephant. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. Sehr viel sauber, dieses Auto. Sauber, sehr sauber das Auto, ne?
Und jetzt sieht man auch so ein bisschen so die Macken. Ist jetzt eine Radkappe, ne? Aber man sagt ja immer, es ist besser, ein dreckiges Auto zu verkaufen, ne? Weil dann sieht man die Beulen nicht und so. Aber das wollen wir nicht. Und ich kenne den Autohändler ja auch, wie gesagt, der hat ja hier seine anderen Autos auch stehen. Und ich will ja nicht, dass die nächste Woche kommt, ey Mischa, da hast du mir mal einen Trümmer verkauft, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Aber er ist auch ein bisschen scharf auf das Auto, weil er hat mich ja gefragt, ey Mischa, was ist mit dem Auto? Und da habe ich mir gedacht, ja, ist das Projektauto, ja, wenn du den abgeben willst, sag mir mal vorher Bescheid. Und da hat jetzt von der Zeit her nicht mehr so richtig passt. Und wenn er mir einen guten Preis gibt, würde ich ihm das Ding jetzt geben. Ne? Aber da gucken wir mal. Ich mache jetzt nochmal eben den Aufkleber ab. Dann machen wir die Scheinwerfer noch. Jetzt sieht man auch richtig, wie milchig der Scheinwerfer hier ist. Ne? Also genau in dem Bereich hier, da hat er richtig Sonne abgekriegt. Und der hier genauso. Der ist hier schön klar, aber da oben, da sind die Dinger richtig milchig. Ne? Ansonsten ist das Ding richtig schön sauber geworden. Guckt mal hier auch, alles ist weg. Ne? Es ist komplett wieder sauber, da innen die Tür. Sieht richtig gut aus. Der ganze Schmock, der hier zwischen war, ist komplett weg. Hier oben auch, ja, auch. Richtig schön geworden. Da seht ihr jetzt die Radkappe, ne? Die ist ein bisschen vermackt, aber naja. Es ist kein neues Auto, ne? Also bitte. Wollen jetzt mal nicht hier übertreiben. Aha, guck mal. Das gibt es ja nicht. Genau so, wie man es eigentlich kennt von so ganz dubiosen Autohändlern. Ne? Guck mal, seht ihr das? Da sieht man es. Der hat eine richtig schöne Beule mit ein bisschen Dreck drin. Wird der Frankie nichts sagen? Werden wir ihm mal von erzählen. Ne? So, hier der Aufkleber ist schon ab. Und da drüben auch. Brauchen wir noch die Ränder so ein bisschen sauber machen drumherum. Die machen wir auch nochmal mit diesem Reiniger und mit dem weichen Tuch. Habe ich hier. Siehst du gar nichts. Ich bin schon wieder ein bisschen fix und foxy. Ärgerlich ist, dass es in den letzten Minuten geregnet hat und das Auto kletsche nass ist. Ne? Scheinwerfer habe ich jetzt schon angefangen zu polieren, aber so wie ihr hier seht, ich weiß nicht, ob man erkennt das in der Kamera auch, seht ihr diesen Klarstreifen da? Heißt, den muss ich nochmal wegpolieren. Ne? Der Scheinwerfer ist schon so gut wie trocken. Da bin ich mit dem Finger mal drüber gegangen. Aber das muss halt noch weggemacht werden, ansonsten sieht das nachher nicht schön aus. Der muss halt komplett so milchig sein wie oben drauf. Hier drüben der Scheinwerfer ist ein bisschen besser, aber auch der hat da noch die Kante. Das schleifen wir noch komplett weg und dann rufe ich den Frank an und dann sage ich immer, Frankie, mach mal einen Preis und dann kann er den Bock abholen. Dann sind nämlich fertig. Ich müsste jetzt einen mal drüber waschen, ne? Aber habe ich jetzt auch gar keine Lust mehr zu. Ne? Vielleicht morgen früh noch mal kurz. Aussaugen muss ich noch morgen früh einmal ganz kurz, weil das schaffe ich heute nicht mehr. Ich muss nämlich jetzt gleich weg. Aber dann machen wir alles morgen. Ich rufe morgen früh den Frankie an, saug den Wagen morgen früh aus und dann gucken wir mal, was der Bock noch so bringt. Dann rufen wir den Krampus an und sagen, hier, mal Krampus, wir haben 600 Euro gemacht. Aber ich habe 150 Euro reingeschaut, also ich krieg noch einen Fuffi von dir und dann kriegst du von mir 450. Natürlich nicht. Jetzt schleife ich den auch zu Ende, mach da noch Klarlack drauf und dann ist der Bock fertig. So hat das Video angefangen mit der Einstellung. So, die Scheinwerfer sind fertig. Ein bisschen runter. Die Scheinwerfer sind wieder richtig schön Klarglas. Das sieht wieder richtig schön schick aus. Der ist natürlich jetzt wieder noch ein bisschen dreckig, weil hier die Decke drüber gelegen hat und so. Morgen früh wasche ich da noch einmal drüber, dann sind die auch ein bisschen sauber. Die poliere ich dann noch mal ein bisschen, damit die noch ein bisschen mehr glänzen. Und dann ist das Auto fertig sozusagen. Innen nochmal aussaugen und einmal kurz Katzenwäsche, wie man so schön sagt. Und dann würde ich morgen früh den Frank anrufen und fragen, was er mir denn definitiv am Ende dafür geben würde. Und dann gucken wir, ob wir den Deal machen oder nicht. Also bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 2. Ja, Tag 2, Scheinwerfer sind trocken, aber sehen, da ist noch so ein bisschen Schmier drauf gewesen, ja. Sehen richtig gut aus. Und schön glänzend wieder. Jetzt sauge ich den Wagen noch einmal durch, mache den nur von innen richtig sauber. Dann würde ich den Frank anrufen und dann gucken wir mal, was der uns macht. Alter Verwalter, Auto ist fertig, Auto ist sauber.
Ich hatte mit einem Prelo von innen gemacht, ich habe den gesaugt. Ich habe alle Scheiben gemacht mit Glasreiniger. Das Ding ist einfach top. Also ganz ehrlich, wenn man den so sieht, der bringt locker seine 2 Mille, sag ich. Ich sag, der bringt 2000 Euro, so wie der hier steht. Guck mal bitte. Bisschen sauber gemacht. Von außen einmal diesen ganzen Schmuck weg und so. Ne? Klar, ein bisschen haben wir hier immer noch. Ne? Da haben wir noch ein bisschen Schmuck. Aber ist ja jetzt nicht die Welt. Aber guck mal bitte von innen, wie schön sauber der jetzt ist. Fängt an bei den Fußmatten. Hier rüber alles. Hier oben war so viel Schmuck drin. Ich weiß, man sieht das, glaube ich, noch so ein bisschen da, die Kanten. Da habe ich mit dem Prelo einmal richtig ausgepustet. Die ganze Scheibe, alles war komplett dreckig. Hier, diese Einsätze, ne? Alles schön einweichen lassen, nass gemacht und dann mit dem Prelo einmal richtig schön gepustet. Da seht ihr auch noch die Schraube. Da ist noch ein bisschen Schmuck. Aber man kriegt ja nicht alles komplett sofort weg, ne? Auto ist jetzt komplett Taco. Ich rufe jetzt den Frank an und guck mal, was er sagt. Ich tue mich schwer, aber ich glaube, der hat jetzt keinen TÜV, der Wagen, ne? Der springt an, der ist einwandfrei, Reifen sind gut, da ist alles Taco dran. 1,3. Ich sag wirklich, 1,3 könnte er bringen, oder? Wäre doch mega. Einmal sauber gemacht, einmal Scheinwerfer aufpoliert. Wir rufen jetzt mal an, gucken, was er sagt. Wie der Zufall das so will. Ich wollte den Frankie gerade anrufen und sagen, immer dein Auto ist fertig, da kommt er hier auf den Hof gefahren, da ist er. Jetzt gehen wir nämlich schön in die Verhandlung und mal gucken, was der Frankie so springen lässt für den kleinen Bock hier. Komm, wieder guckt, komm, wieder guckt. So, komm, Frankie, parken, aussteigen. Und direkt Kohle an der Sonne. Direkt Kohle an der Sonne. Okay. guck mal, Frankie hat jetzt geparkt, dass das nicht irgendwie heißt, gibt irgendwelche Absprachen oder so. Frankie. Nein, das war rein zufällig. Rein zufällig. Danke. Mahlzeit. Hallo. Guck mal, du hast doch gesagt, du hättest Interesse an dem Bock, ne? Ja. Ich hab den jetzt sauber gemacht, setz dich mal rein. Okay. Der sieht ja aus wie neu. Außen, ja. Guck mal, ja genau, guck mal einmal von außen. Reifen gut. Der hat keinen TÜV, weißt du, ne? Kein TÜV, also kein TÜV. Okay. Der hat keinen TÜV. Okay. Ich hab, guck mal hier, ich hab den richtig sauber. Und hier war ja alles verschmuckt. Ja. Ich hab alles sauber gemacht. Sag mal, was du geben kannst. Ja, das ist immer, immer geil. Erstmal Kilometerstand. 145. 145.000. 2010. Hatte ich dir gesagt, glaube ich, ne? Ja. Das hier? Ja. Radio schenke ich dir, ist dabei. Super Radio, ne? Ach, das ist aber nett. Da lege ich 5 Euro drauf. ja, ich würde sagen, so wie ich den jetzt sehe und auf eine Schnelle taxiere, ich sage jetzt mal, ein Tausender. Ein Tausender? Ja. Dann ist er aber schon gut gegriffen. Der hat keinen TÜV. Was kostet TÜV? TÜV kostet? Ja gut, wenn ist jetzt abgelaufen, Dekra, ne? Ich würde zu Dekra fahren und die aber nehmen heutzutage jetzt 150, wenn nichts dran ist, ne? Wenn nichts dran ist. Weil wenn der nochmal vorgeführt werden muss und ich habe jetzt tatsächlich noch einen Schaden daran, dann muss ich auch noch drauflegen, dann muss ich alles einkalkulieren. Ne? Aber der bringt 1,8, 1,9 bringt der auf den Markt, ne? Ja, richtig, okay. Mir rennt sie die Bude ein, wenn er nicht fertig ist, also muss ich ihn fertig machen. Was ist denn mit... Ich sag mal 1,250 auf die Schnelle. Das Ding ist sauber, den kannst du hier in der Garage stehen lassen, dann wird der auch nicht mehr dreckig. Zum TÜV vorführen, also, online stellen. Wir liegen ja nicht weit auseinander. 1100 und dann ist bei mir auch vorbei. Das ist letzte Wort? Letzte Wort. 1100 Euro machen, oder? Man, ihr wisst ja, was ich bezahlt habe. Der Frank weiß das gleich auch, werde ich ihm gleich sagen. Nö, interessiert mich ja. Interessiert dich nicht? Nö. Wirklich nicht? Interessiert mich nicht, wirklich nicht. Da kommt ein Mann, ein Wort. Dann ärgere ich mich nicht. Nehme ich ein okay. Ding, dann alles ist gut. Das Ding deins. Alles gut. Ein super Geschäft, oder nicht? Also für mich und für den Frank auch. Frank muss ja auch mal dran verdienen, ist ja auch ja. Verständlich. Ja. Da verstehe ich auch. Und wie gesagt, er muss TÜV machen, er weiß jetzt selber erstmal nicht auf den ersten Moment, was ist. Hier ist auch was weggebrochen. Oh, das war weggebrochen. Oh, die Kamera schneidet aus. Ja, warum habe ich so schnell was gesagt? Nein, Taco-Ding. Also, für 1,1 abgegeben. Ich bin gespannt, was der Krampus sagt. Der wird sich freuen. Wir haben, er kann es wissen, 600 Euro plus gemacht. Ich habe theoretisch nichts reingesteckt, also klar, meine Arbeitszeit. Eine kleine Frage, hat der Klima? Weißt du das vielleicht? Der hat keine Klima. Typisch Autohändler, ne? Im Nachhinein wollen sie nochmal falschen, ne? Aber jetzt ist vorbei. 1,1 ist Gesetz, hat er gesagt, zahlen wir auch. Mann und ein Mann an Bord. Krampus und ich haben dann schönes Geschäft gemacht. Das war's mit dem Video. Wir sind am Ende, ja. Erstes Projekt ist zu Ende und wir haben 600 Euro plus gemacht, weil ich habe ja theoretisch von mir
nichts reingesteckt, ne? Außer jetzt, dass ich die Scheinwerfer geschliffen habe und die ein bisschen aufpoliert habe und das Auto halt sauber gemacht habe. Das gehört ja nun mal dazu. Sonst habe ich nicht viel gemacht. Ich habe den Wagen abgeholt, aber auch das will ich natürlich nicht in Rechnung stellen. Also Krampus und ich machen alles, was über 500 Euro ist, halbe halbe. Bei 1,1 sind es für jeden 300 Euro. 300 Euro für mich und 800 Euro für den Krampus. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Werde ich dir vorbeibringen, das Geld. Und ja, das Projekt ist jetzt fertig. Ich habe aber auch schon das nächste Projekt, ne? Und das gehe ich jetzt abholen und wann das Video dazu kommt, weiß ich noch nicht. Wenn es denn überhaupt klappt, also erstmal muss derjenige sich auch darauf einlassen. Ne? Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das Format findet. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch ein Auto da draußen in der Ecke irgendwo stehen und sagt, Mischa, wenn du Bock hast, komm vorbei, kannst du abholen. Alles, was über den Preis ist, den ich mir vorstelle, 50-50. Also 50-50. In diesem Sinne, bis dahin. Danke fürs Einschalten, lasst den ganzen Daumen da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.